Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Yunshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird er's. Nicht. Ich flehe euch an. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Yunshin? Yunshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Was wollt ihr von Yunshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Yunshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Yunshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Die Verschwörung. Oh ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Tut mir leid, dass ich noch keinen Thumbnail hatte für das letzte Video gestern. Und beispielsweise für beide Videos. Ich hoffe, die habe ich bis dahin eingefügt, bis dieses Video hier rauskommt. Und ich habe auch bis jetzt nichts mehr aufgenommen. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Yunshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Genug! Bastarde, das wisst ihr. Moment. Genug! Bastarde, das büßt ihr. Hä? Der wurde ja nicht mal angefasst. Genug! Bastarde! Scheiße. Genug. Moment, kann ich das noch? Genug. Bastarde. Oh Gott. Kann man das nicht aufhalten? Das wäre so geil. Genug! Bastarde, das... Ich glaube, das kannst du wirklich nicht aufhalten. Genug! Bastarde, das büßt ihr. Jetzt muss ich das nur beim anderen hinkriegen. Genug! Bastarde, das büßt. So ein Arschloch. Genug. Das war jetzt der Rechte. Habe ich irgendwas, was da hilft? Genug. Nächster,
Ich habe ihn gerettet. Oh. Wir haben ihn. Sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Wir haben ihn tatsächlich gerettet. Hä? Du willst mich verarschen, der... Da ist er ja. Bitte, bitte, bitte. Gerne, gerne, gerne geschehen. Das war so geil. Und der Mönch auch. Ich liebe es, wenn ein Plan klappt. Ah, in Deckung gehen. Ah ja. Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jin. Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Küche. Da hat er nicht mehr. Ich nehme die aus. Holt ihr den Mönch. Hier. Moment. Verstärkung. Seid ihr das? Ich muss Junshin retten. Inwiefern? Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Gebt mir den Mönch. Nein. Du bist viel zu schwach. Ich zeig dir mal was. Was? Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hallo.
Weil es so schön war. Ihr gabt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako, versucht nie wieder mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Junshin ist hier entlang. Ja, Masako. Er ist in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten, trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Oh, das... Ich sag dir, die Geschichte ist um einiges besser als der Rest da mit Norio und so. Die Verschwörung ist ja mal der Hammer. Aus Zeiten des Krieges, Clan-Rüstungsfarbe. Ah ja. Ist ja nice, ey. Ja, und jetzt wird's wieder mal nicht angezeigt, ne? Ihr seht's. Das heißt, ich muss jetzt hier in den Aufzeichnungen. Oh, es ist erst im letzten Akt. Uff. Ah, okay. Oder zumindest erst später. Eieieiei. Dann haben wir jetzt hier noch Geschichte fortsetzen. Trifft Fürst Shimura.
In seinem alten Jagdlager. Ah ja. Wir machen jetzt erstmal die Story-Mission weiter. Mal gucken, wie das so ausgeht. Denn wir haben erst 15 Minuten aufgenommen, von daher. Das wäre ein bisschen zu kurz. Für meinen Geschmack. Noch 190 Meter. Jetzt wird's lustig. Nein, nicht herausfordern gerade. Ah ja. Endlich gibt es Neues. Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Bucht. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das Meer wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Da muss ich gar nichts vorbereiten. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Habt ihr gesehen, ich bin durch dieses Ding geglitscht. Ja. Puff. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit! Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient, doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes. Doch ich fürchte, die Mongolen versenkten mich, bevor ich weit komme. Die haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie abwenden. Steig mal. Ab hier laufen. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Ah ja, eine Nachricht im Feuer. Mhm.
Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Wendet deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Für Tsushima! Wir sind im Vorteil! Über die Brücke! Seid ihr bereit, Onkel? Tötet die Stärksten zuerst! Durch das Tor. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jin. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, Onkel. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Wir müssen durch das Tor. Los, Sakai! Mir nach! Klar, der kann durchschießen, ich nicht. Da unten rein, okay. Verwüstet das ganze Vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Ist da oben noch wer? Sorry. Jetzt los. Wir haben ihre volle Aufmerksamkeit. Tötet sie alle! Was ist denn du für ein Billigschwert, wenn du nicht meinen Hund massakrieren kannst? Ist ja gar kein Problem. Unser neues Ziel, kämpft euch zum Tor!
Mäht sie nieder! Das kann ich nur stundenlang machen. Nur so. So, danke schön. Zwar nicht, wo ich meinen Onkel gelassen habe, aber... Das soll mich aufhalten. Haha. Jetzt nehmen wir uns die Watcher. Da ist Goros Boot. Wir haben ihm Zeit verschafft. Aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein. Sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Ah ja. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolenschiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Mehr Schiffe. Durchhalten, Goro.
Nee, oder? Ich kann doch nicht mehr schießen. Und wer hat Goro Schiff erreicht? Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Schiffe. Durchhalten, Goro. Nee, wann? Wann? Ich habe hier alles weggeballert. Darf ich vorstellen, die langweiligste Mission ever? Es klappt! Die Mongolen-Schiffe brennen! Nicht nachlassen! Goro muss ihnen entkommen! Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. So, bis jetzt habe ich alles abgeballert. Und da hinten kommt sicher auch noch gleich eins. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Hilfe beim Shogun. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr?
Schließt eure Vorbereitungen ab. Ich werde dasselbe tun. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubala. Dann werden wir Khotun Khan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Eine Nachricht im Feuer. Kontaktiere den Shogun wegen Samurai-Verstärkung. Ah ja. Und wieder ein Point verdient. Sehr gut, Kage. Aufzeichnung aktualisiert, deine Abrechnung in Blut. Ah ja. Das wird ja lustig. Jetzt haben wir nur noch die Hauptmission für unseren Kampf, Burg Shimura zurückzugewinnen und Khotun Khan zu besiegen, sind abgeschlossen. Ah ja. Das wird dann im nächsten Part witzig. Aber wirklich erst im nächsten Part. Wir gucken jetzt gerade mal noch. Das Geschenk an hier. Warte mal. Oh scheiße, jetzt bin ich felsenhart dort rein. Das ist dumm. Das ist das dümmste Lager und flieg. Komm, wir gehen wieder ins erste Gebiet. Weil da kann ich wenigstens direkt rechts das Geschenk abholen, also die vielleicht 100 oder 200 Vorräte. Weiß jetzt nicht, wie viel wir schon gesammelt haben hier. Aber wenigstens muss ich nicht bis ans Ende der Heide rennen. Ah, gnadenloser Bandit. Für alle, die sich nicht von ihrer Vergangenheit verstecken müssen. 20 Leinen. Eisen. Alles dabei. Bambus. So. Und 100 Vorräte. So. Ach so, du kannst durchgehen, wie es dann später aussieht. Ist ja geil. Samurai. Sieht jetzt nicht wirklich geil aus. Ronin. Oh Gott. Na gut, mal schauen, was ich dann noch machen werde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.